Damit wieder ein herzliches Willkommen, Freunde, zu Let's Play Alan Wake. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt. In der letzten Folge mussten wir mit ansehen, wie Alice in den See gestürzt ist und wir urplötzlich in unserem Auto wieder, wir wollten sie retten, aber wir sind hinterhergesprungen, urplötzlich sind wir in unserem Auto aufgewacht, hatten einen Unfall. Sie haben uns dann aus dem Auto gerettet, sind dann... wollten erstmal zu einer Tankstelle, dann haben wir aber eine, wie sagt man da, ja, wie heißt das, wo die Holzer verarbeiten, Schreinerei, nee, Holzfabrik, nenne ich es jetzt einfach mal, vielleicht kann mir einer in den Kommentaren sagen, wie das genau heißt. Und dann wurden wir von so einem, von den Carl's Steak verfolgt, der uns eigentlich die Schlüssel geben wollte für unser Haus, und der hat uns quasi... der wollte uns mit dem samten Haus, wo wir uns versteckt haben, in die Klippe runterstürzen lassen. Wir sind aber noch entkommen und nun sind wir hier in dieser Lichtung. Wir sind weg von der Holzfabrik und dann müssen wir schauen, wie es hier weitergeht. Und wünsche euch jetzt viel Spaß dabei. Dann schauen wir mal, wir müssen hier runter. Es bleibt uns ja nichts anderes übrig. Schöne Gegend, schöne Grafik auf jeden Fall. Ich bin natürlich paranoid, wegen diesen Schattenmenschen. Als ich unten den Fluss sah, machte irgendetwas in meinem Kopf Klick. Ich erkannte, dass ich ihn überqueren musste. Ich wollte das Wasser nicht einmal ansehen. Okay. Und es wird wahrscheinlich nicht so einfach werden, denke ich mal. Schön langsam. Ich schaue mich natürlich um, ob irgendwo eine Thermosflasche steht. Per Zufall natürlich. Oder Munition. Okay, ich könnte da... ich gehe lieber dahinter wieder rüber. Nicht, dass wir wirklich da runter müssen. Ha, ich hab's gewusst, da ist eine Thermosflasche. Ich hab's gewusst, dass man sich hier umsehen muss. Dückst du dich mal? Nee. Hüpf. Also müssen wir da hinten drüber. Alles klar. Da hinten also. Okay. Okay, da ist was da hinten. Vermute ich mal wieder ein Manuskript. Lesen wir das mal. F5 mal. Barrys Ankunft. Barry Wheeler war extrem nervös. Er war in den Flieger gestiegen, nachdem Al und Alice tagelang seine Anrufe ignoriert hatten. Das konnte heißen, dass sie ihre zweiten Flitterwochen genossen, aber das glaubte Barry nicht. Al war dafür zu labil gewesen, konnte nicht schlafen, war ausgelaugt. Barry hatte jahrelang Erfahrung mit Alan Wake und er wusste es einfach. Etwas stimmte nicht. Okay, das ist eine gute Freundschaft. Aber ich glaube nicht, dass wir hier entlang können, um rüberzukommen. Ganz ehrlich, was der macht, das würde ich mich gar nicht... wie geht denn der bitte? Rüberspringt, muss ich jetzt hier rüberspringen? Ne, hier geht ein Weg noch weiter. Na, na, na. Ah, ja. Stucky war immer noch dort draußen, in der Dunkelheit. Er verfolgte mich. Ist da was drin? Nimm mal mit. Limit an Batterien, okay. Warum nicht? Hey! Wow!
Das fand ich jetzt aber nicht nett. Ach, jetzt kann er auf einmal klettern. Ja, hüpf doch mal rauf, gescheit. Mann, Mann, Mann. Der Mann ist... Ja, also mit einer Taschenlampe und einer Pistole hochklettern stelle ich mir auch als ziemlich schwer vor. 11 Batterien haben wir schon. Aber nicht wundern, wenn ich mir die ein bisschen sparen möchte. Hier ist wieder so ein gelber Pfeil. Ich möchte aber erst dahinter gucken. Also da waren wir doch vorhin schon mal. Die Treppe war kaputt. Ich musste einen anderen Weg nach oben finden. Okay, ich bin aber neugierig, wenn man da oben diese Dosen abschießt, ob man da eine Errungenschaft kriegt. Okay, Gegenstandslimit erreicht. Das ist immer gut. Ich möchte aber erstmal hinter wieder... Da geht's weiter und ich will einfach erstmal da schauen, was die gelben Pfeile da bedeuten. Schauen wir mal. Okay, das könnte jetzt gefährlich werden. Ich gehe mal ein bisschen seitwärts. Die Pfeile zeigen hier hin. Wieso sagt mir jetzt nicht einfach, dass die Baumstämme da einfach runterkrachen? Hier rauf, okay. Okay, ich sollte hier rauf und weiter. Da lang, oder wie? The Taken or Fight White Darkness. Was? The Taken or Fight White Darkness. Okay, dann geht's hier weiter. Dann geht's hier rein. Okay. Da will uns jemand helfen anscheinend. Das Licht meiner Taschenlampe enthüllte schaurige Graffitis. Jemand hatte in ihrer Nähe eine Kiste versteckt. Ja, ist doch gut. Kommt mir irgendwie Half-Life-mäßig vor. Ich habe zwar noch nie Half-Life gespielt, aber ich habe ein Let's Play davon gesehen, da sind auch solche Zeichen versteckt. Also nicht, wo so Let's leuchten, wenn du sie anleuchtest, sondern dass sie da heißt, ah, da ist was Vorrat. Das finde ich gut. 20 Batterien haben wir schon. Wieder runterklettern. Also ich find's gut. Natürlich schaue ich mich jetzt hier auch noch ein bisschen um. Ihr wisst ja, Thermosflaschen und so. Nö, wäre so schön gewesen. Und ich hab Schluck auf. Jawoll. Das kommt davon, wenn mein Kaffee zu schnell rein bechert. So, dann gehen wir jetzt mal hier entlang. Also von da aus kann ich die Dosen nicht treffen, oder? Nee, der zieht automatisch mal auf die Leute da. Mal sehen, ob die Munition gleich wieder aufstocken kann. Es gab keinen Strom. Irgendwo beim Holzlager musste ein Generator sein. Vermute ich mal auch, der da hinten ist, der da. Ich gehe aber erstmal kurz mal nochmal hier drauf. Weil ich glaube, da hinten ist ja nichts, oder? Da oben ist was drauf. Seht ihr da? Ah, da hinten ist die Thermosflasche. Seht ihr, man muss sich gescheit umschauen. Haben wir wieder eine Thermosflasche mehr. 100 Stück, wow. Unter der Waldarbeiterausrüstung musste etwas sein, womit ich nach oben kommen würde. Wo? Welche Ausrüstung? Hier oder wie? Oder da oben drauf? Weil da oben war ja eine Leiter. Schauen wir mal, ob wir auf die Leiter drauf können. Schauen wir mal.
42 Schuss für die für den Revolver. So drauf schießen kann ich ja leider nicht. Also ich traue mich nicht, ich will ja keine Munition verschwenden oder so. Übrigens, das ist nur ein doofer Helm. Alles klar. Ja, ich sehe dich schon. Uah! Oh, Alter. Oh, ich habe jetzt aus Panik drei Batterien verschwendet. Ich gehe nochmal zurück. Ah, erinnert ihr euch, da haben wir ja so eine... Ja, der hat die gleiche Ausdauer wie der Kollege aus The Forest, der Überlebende, und wie der gute... Typ, ich weiß jetzt seinen Namen leider nicht, aus der Ebenwürdin. Die einigen und anderen, die das Spiel kennen, werden wahrscheinlich wissen, wie er heißt. Ich hab's leider vergessen. Nicht bleiben. Es musste doch einen Weg hinaufgeben. Ja, Alan, hätt's und in nicht. Der Waldarbeiterausrüstung musste etwas sein, womit ich nach oben kommen würde. Ja, so Kletterausrüstung meinst du, wo man die Bäume hochklettert? Ich verstehe schon. Ich mache jetzt mal Generator an. Was hältst du denn davon? So, da ist jetzt Strom dran. Es wird jetzt kommen Leute wieder. Nö. Okay, ich kann mich da erstmal umschauen. Hier ist wieder ein Manuskript. Weg wird vom Vögeln angegriffen. Ich hörte sie, bevor ich sie sah, wie sie vom Himmel schossen und kreischend näher kamen. Ich wirbelte herum, gerade als die Wolke über mir war. Kurz starrte ich in 100 tote Augen, glitzernde schwarze Perlen in der Finsternis. Ich hob die Taschenlampe und der Schwarm explodierte wie ein Silvesterkracher. Federn verbrannten zur Asche. Ihre Schreie überdeckten meine eigenen. Oh. Also wenn wir es auch gleich mit Vögeln auf uns auf sich haben. Eine neue Waffe, eine Schrotflinte. Mit 2 Schuss. Wow. Und Munition gibt es hier nicht dafür, oder wie? Wow. Okay, jetzt testen wir das hier mal. Das glaube ich war so beabsichtigt. Denke ich mal. Gehen wir wieder hoch. Also wir werden hundertprozentig gleich vom Vögel angegriffen. Ich glaube, da haben wir schon einen bei der Hütte gesehen, wo die Frau... Okay, ich sollte vielleicht springen. Ich meinte, wir haben doch mal den Vögelschwarm schon gesehen, der bei dem... bei der zweiten Folge über uns geschwebt ist, als wir zurück zu unserer Hütte wollten, um Alice zu helfen. Okay, jetzt kann ich drauf schießen. Wow. Ich dachte, das wäre so eine Errungenschaft, wenn man da drauf schießt, dass sie puff wegfliegen. So, jetzt schauen wir mal, ob hier wieder eine Thermosflasche ist. Nee, aber dafür Schrotmunition. Ich
Ich war gerade frische Luft schnappen und ich sage euch, was für eine Nacht. Ihr liegt vermutlich fast alle schon im Bett, aber wenn ihr noch wach seid, gönnt euch was Gutes. Geht einfach kurz vor die Tür und atmet tief ein. Die Nacht ist absolut ruhig, der Himmel kristallklar. Es ist, als würde auch der Wald ganz ruhig atmen. Ihr kennt mich als Nachteule. Und in Nächten wie dieser wünsche ich, dass ich nicht im Studio sitzen müsste. Da träumt ein alter Mann wie ich davon, nochmal drauf loszuziehen. Aber ich bin hier. Und wer würde euch durch die Nacht begleiten, wenn nicht ich? Oh, und anscheinend bin ich nicht der Einzige, der noch wach ist. Hallo? Wen habe ich dran? Hallo, Patchy, hier ist Maurice Horton. Hallo, Maurice. Was machst du gerade? Also, ich war gerade mit Toby Gassi. Ja, ist es nicht wunderbar draußen? Ja, klar. Aber Pat, weshalb ich anrufe? Toby hat etwas im Unterholz gewittert und ist losgerannt. Und jetzt ist er weg. War bestimmt ein Hase. Bestimmt. Toby liebt Hasen. Na, bestimmt. Also, ich dachte, wenn irgendwer Toby sieht, könnte er ihn einfangen. Meine Nummer steht auf dem Halsband. Ist Toby ein lieber Hund? Oh, Toby liebt Menschen. Für gewöhnlich kommt er zurückgelaufen, aber wir waren ziemlich weit weg und er ist einfach losgeprescht. Ein großartiger Hund, aber manchmal ist er etwas dumm. Ja, Maurice, jetzt haben es alle gehört. Ich hoffe, Toby ist bald wieder da. Ja, danke, Pat. Gute Nacht, Maurice. Wieso habe ich das Gefühl, dass der gute Toby uns über den Weg laufen wird und nicht gut sein wird? Da ist wieder so eine Markierung. Okay, jetzt müssen wir Ausschau halten. Wieder eine gelbe Markierung. Hier ist wieder ein Manuskript. Weg findet Seiten. Zunächst fand ich die Seiten wie zufällig. Das Buch, an das ich mich nicht erinnern konnte, war entweder eine schreckliche, wahre Prophezeiung oder ein Schöpfungsakt, der die Welt verändert hatte. Ich fing an, den Seiten nachzujagen, denn sie bargen die Antwort zu dem Rätsel. Mit ihr konnte ich mich retten. Mit ihr konnte ich Alice retten. Ja, hoffen wir es mal. Also auch schon nach den gelben Markierungen, weil da auf dem Stein war wieder eine. Ich sehe da auch was vorne blinkt, wieder eine Thermosflasche. Die Tankstelle war nah. Ihr Licht schien einladend durch die Dunkelheit. Boah, ja auch von Essen zu reden, ich hab Hunger. Gar keine Frage. Der Monster da kommt gleich danach. Der Star ist der drittbeste. Boah, ein böser Dämon, der einen quälen will mit Essen. Das ist eine Folter. Nicht wundern, ich schau mich wie gesagt nach den komischen gelben Pfeilen um. Weil, nun mal zu meiner Verteidigung, ich renne nochmal hoch ganz kurz. Ich glaube, an dem Felsen war das hier. Oder an... Moment, ich gehe nochmal... Es war irgendwo hier. Ich glaube, das war der Felsen hier. Schaut's. Okay, ich gehe nochmal hier hin. Ist hier irgendwo eine gelbe Markierung, please? Da war, ihr habt es ja gesehen, auf dem gelben war gelbe Farbe. Naja. Hier ist nix. Hm. Wahrscheinlich war es das schon da drinnen mit der Schrotflinte und Radio. Ich halte trotzdem Ausschau danach. Aber der spricht von Hotdogs und ich habe... Okay, ich habe heute Gemüse einen Topf gegessen. Wie gesagt, nur mal zu einer kleinen Erwähnung hier in der Hälfte vom Video. Das ist eine Vorproduktion. Und wir hatten Blumenkohl-Mischung, also Gemüsemix. Blumenkohl, Kohlrabi und Kartoffeln und Karotten in einen. Mega lecker. Ich schaue immer noch nach der gelben Markierung Ausschau.
Na, wenn es wieder so schwummrig wird, dann kommt doch wieder so ein Schattenbubi, oder? Na, hat euch das Licht verscheucht, ihr Schattenbubis? Oh, das tut mir aber leid. Was? Safe Haven, sicherer Hafen. Okay. Und das heißt, wenn ich weitergehe, dann kommen die wieder raus aus ihren Verstecken. Ja. Nix da. Safe Hafen, hier entlang, okay. Da ist wieder ein Manuskript. Fernseher in der Tankstelle. Ich betrat die Garage der Tankstelle. Dort war es dunkel und still. Es herrschte Chaos. Es sah aus, als habe jemand den Ort verwüstet, als habe hier ein Kampf stattgefunden. Durch eine Hintertür drang Licht in den Raum und ich ging auf sie zu. Ohne Vorwarnung blendete mich ein grelles Licht. Ein alter, tragbarer Fernseher auf einem Regal war wie von selbst zum Leben erwacht. Es war unmöglich, doch ich sah mich auf dem Bildschirm, wie von Sinnen redend. Okay. Ja. Das Licht ist mein Freund, ihr bösen schwarzen Männer. Immer schön Munition mitnehmen. Da geht's ja nicht mehr weiter, oder? Nö, ich muss wirklich da lang. So, Freunde, sorry für den kurzen Unterbrechung. Ich wurde wieder gefragt. Ich bin gefragter Mann. Hahaha. Jetzt weiß ich nicht, muss ich jetzt hier oben lang oder hier unten lang? Ich glaube, ich muss hier runter. Jetzt hat mich das Ganze aus dem Konzept gebracht. Hier ist nichts mehr. Entschuldigung für das kleine Bäuerchen. Ich hatte gerade wieder gegessen. Es gab Abendessen, wieder den Gemüseeintopf, wo ich euch schon mal in einer der Folgen erzählt habe. Nicht vergessen, das ist eine Vorproduktion. Okay, ich muss hier rauf, müsste wahrscheinlich auch hier runter. Ah ja. Und deswegen willst du mich mit Peekaboo erschrecken, oder was? Ah, da ist wieder was. Schauen wir mal. Irgendwas atmet uns da ins Ohr. Ich höre das gerade so. So. Irgendwer schnappt uns da ins Ohr immer. Lass das. Das darf nur meine Freundin. Okay, ich schaue mich natürlich ein bisschen um hier. Kann ja sein, dass hier irgendwo wieder eine Thermosflasche rumliegt. Alter, diese Geräusche. Die verscheucht es gar nicht, die Krähe. Ich hätte gemeint, Krähen wären auch lichtscheu oder sowas. Oh oh. Jetzt. Au.
Alter! Da trauen sie sich komischerweise nicht wieder rein. Oh, das nehme ich gerne. Schrotflintenmunition. Aber ich bleibe erstmal bei der... beim Revolver wieder. Ich möchte aber, bevor ich das drücke, möchte ich nochmal rausgucken. Ob hier noch irgendwas einsammeln ist. Hier ist nämlich ein Manuskript. Wake lügt den Sheriff an. Die Hütte am Cauldron Lake? Fragte sie. Der Sheriff sah mich misstrauisch an. Das Morgenlicht schien durch die Bürofenster. Ohne ihre Hilfe wäre ich wohl nie lebend aus dem Wald gekommen. Und doch konnte ich ihr nicht sagen, was mir wirklich passiert war. Sie würde glauben, ich sei ein Lügner. Oder verrückt. Sie würde mich einsperren. Und sie würde mir nicht helfen, Alice zu finden. Das stimmt. Ich mache jetzt trotzdem hier mal den... das Ding hier einfach mal aus. Gehe aber trotzdem nochmal zurück in die Hütte. Forschung. Sie bringt denjenigen Unsterblichkeit, die mit ihr die Menschheit voranbringen. Newton, Einstein, Sagan, Prinzen der Wissenschaft. Aber der Preis ihres Erbes ist sehr hoch. In Night Springs. Heute Abend Quantenselbstmord. Wenn das Leben vorherbestimmt ist, muss man tapfer sein, um den Verlauf zu ändern. Auf einer Pressekonferenz will Dr. Barclay Colvin eben diese Tapferkeit demonstrieren. Meine Damen und Herren von der Presse, ich bin Dr. Barclay Colvin. Und ich freue mich, so viele von Ihnen hier zu begrüßen im Moorcock-Institut. Heute möchte ich Ihnen eine praktische Demonstration des Multiwelt-Konzepts zeigen. Wie Sie sehen, ist dies eine geladene 9mm Pistole. Sie ist Teil eines Gedankenexperiments, das jetzt real werden wird. Der sogenannte Quantenselbstmord. Sagt er Selbstmord? Ist die echt? Macht er Witze? Bitte, bitte. Ganz ruhig. Es ist sicher. Schauen Sie, was passiert, wenn ich die Waffe an meine Stirn halte. Jetzt könnten Sie glauben, dass das ein Blindgänger war. Im Gegenteil. Dort der Blumentopf. Und doch kann ich mich selbst mit dieser Waffe nicht verletzen. Mit jedem Zug am Abzug entstehen zwei neue Realitäten. Eine, in der die Waffe nicht feuert, und eine, in der sie es tut. Mit diesem Gerät hier stelle ich sicher, dass meine Realität immer die erstere ist. Ich verleihe mir so selbst Quantenunsterblichkeit. Unter keinen Umständen kann mich diese Waffe töten. Also halt, halt, halt. Sie sagen, dass Sie bei jedem Schuss in einer anderen Realität sterben? Ja, ja, natürlich. Aber das ist völlig belanglos. Unendlich viele Dinge können jederzeit passieren und sie passieren auch immer irgendwo. Der Punkt ist, diese eine Sache passierte nicht hier. Sie sind verrückt, Colvin. Verrückt? Verrückt? Hey, muss das Ding eingesteckt sein? Ich bin gestolpert. Ihr Narren! Bestaunt die Quantenunsterblichkeit! Armer, armer Dr. Colvin. War Hochmut sein Verhängnis? Oder die Dummheit der Massen? Vielleicht hätte er sie nicht öffnen sollen. Die Büchse der Pandora. Denn Neugier hat oft böse Folgen. Nine Springs. Tja, da hat sich der gute Doktor doch mal eine Kugel durch den Kopf gehen lassen. Oh, scheiße. Tut mir leid. Wenn jetzt gerade schlecht geworden ist oder so bei dem miesen Flachwitz, dann tut's mir furchtbar leid. So, jetzt schauen wir mal, was wir uns hier erwartet.
Wir haben noch ein paar Minütchen haben wir noch. Falls irgendeine Filmsequenz kommt, wird dir natürlich die Folge ein klein wenig länger. Weil das werde ich nicht rausschneiden, Filmsequenzen, außer sie sind wirklich nötig. Und noch zu meiner Verteidigung an YouTube bitte gerichtet. Ich habe, wie ihr jetzt sehen könnt, ich mache das jetzt extra. Ich habe hier, jetzt auf Audio, wie ihr seht, ich habe Musik komplett aus. Das, was ihr da jetzt seht, Lautstärke der Filmsequenzen, das ist das, wo die Musik dazu immer zu hören ist. Bitte, bitte das berücksichtigen. Denn ich habe schon für die, ich habe die Hauptmusik schon ausgemacht. Bitte, liebes YouTube, das berücksichtigen. So, meine Freunde, die letzte Minute hat gerade angebimmelt und ihr seht, es erwartet uns sehr, sehr Übles. Wenn euch diese Folge von Alan Wake gefallen hat, dann würde ich mich über ein Däumchen nach oben natürlich freuen. Und wenn ihr keins dieser Folgen mehr verpassen wollt, könnt ihr mir natürlich auch ein Abo da lassen. Würde ich mich ganz, ganz tierisch freuen. Und haut euch mit euren Taschenlampen, macht Laserschwert-Duelle und schlagt euch in die Kommentare, wie ihr die Folge hier gefunden habt. Und ich wünsche euch jetzt noch an dieser Stelle einen schönen Tag, einen schönen Abend. Ich hoffe, es hat euch, wie gesagt, gefallen. Mir gefällt dieses Spiel ungemein. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht mit unserem Alan Wake und ob die Alice retten können. Schauen wir mal. Also bis dann, tschüss.